Hallo Leute, herzlich willkommen am 4. August 2020, am 4.7., 4.8.2020. Heute ist Dienstag, heute war Sonja da, wir waren im CCA. Es hat zwar den ganzen Tag geregnet, aber wir haben uns entschieden, ins CCA zu fahren, weil ich ein paar Schminkprodukte brauchte, weil Essence und Catrice miteinander eine Limited Edition herausgebracht haben. Daraus habe ich mir zwei Paletten, also zwei Lidschattenpaletten, einen Bronzer und einen Highlighter Bronzer Quattro gekauft. Und noch ein paar andere Kleinigkeiten. Und ja, wir waren ungefähr 1,5 Stunden im CCA. Und also fast länger hingefahren und zurückgefahren, aber es hat sich gelohnt. Wir wären fast ohne alles nach Hause gefahren, weil wir erst beim Müller beim Parfum suchen. Also Sonja hat sich ein Parfum bestellt und das wollte sie mir zeigen. Und da ist uns erst der Aufsteller aufgefallen mit der Limited Edition von Catrice and Essence. Und sonst, weil wir haben in den Regalen nachgeguckt, da war nix und haben den Aufsteller nicht gleich gefunden. Nur zufällig. Und da wären wir fast ohne alles nach Hause gefahren. Aber wir haben es dann im Endeffekt doch entdeckt. Und ja, ich habe mir einiges gekauft und auch Geld abgehoben. Ich habe jetzt 20 Euro zurückgegeben, also Sonja gegeben, um sie zurückzuüberweisen, damit sich das mit meinen Rechnungen dieses Monat noch ausgeht, weil ich doch ein bisschen zu viel abgehoben habe. Und der Einkauf auch ganz schön teuer war, weil ich habe ein Nagelset gekauft, große Maxi-Pads zum Abschminken und für die Nagelsachen und einen Handspiegel, also einen kleinen Kosmetikspiegel für die Tasche. Und die waren auch nicht günstig und so habe ich ganz schön viel bezahlt. Und damit habe ich eher nicht gerechnet. Aber ja, war jetzt auch nicht so schlimm. Ich habe mich auf jeden Fall voll gefreut, dass ich die Produkte gefunden habe. Und auch wenn sich meine Eltern jetzt wieder aufregen, freue ich mich total, dass ich die jetzt hab und bin echt froh, dass ich die Limited Edition noch gefunden habe. Weil in Deutschland ist sie ja großteils schon ausverkauft. Sie wird zwar wahrscheinlich restockt, weil sie bis Ende Oktober verfügbar sein soll, aber online ist sie ausverkauft. In Deutschland ist sie großteils ausverkauft. Und bei uns gibt's aber noch alles. Und deswegen habe ich mich gefreut, dass ich ein paar neue Schätzchen aufnehmen konnte. Sonst geht's mir ganz okay, bis mittelmäßig. Ich habe ein bisschen Kopfweh und Knieschmerzen vom Wind. War doch ziemlich kühl draußen. Am Anfang wollte ich nur mit einem dünnen Kleid zum CCA fahren, aber meine Mutter hat mich wieder eines Besseren belehrt. Eine Joggerhose und eine Leggings und ein T-Shirt angezogen und es war besser, weil Sonja im Auto immer wieder die Lüftung aufgedreht hat. Am Anfang war es auch ziemlich heiß, da habe ich es verstanden.
Aber dann beim Nachhausefahren war es doch ziemlich kühl. Und da hat es von 17 Grad auf 13 Grad runtergekühlt. Und dann war mir fast ein bisschen kalt im Auto. Aber ja, wie Sonja will, es ist ja ihr Auto. Auf jeden Fall hatte ich einen lustigen Nachmittag mit Sonja. Wir haben so einiges gesucht und waren auf dem Café und haben ein paar geraucht. Und dann war sie noch bis 18:30 Uhr da. Also von 5, relativ 5 bis 6:30 Uhr, glaube ich. 6:30 Uhr, ja. Und wir hatten ein paar komische Unterhaltungen und so weiter. Das ist manchmal, es ist echt lustig mit Sonja und sehr erfrischend und es war auf jeden Fall ein schöner Tag und hat sich gelohnt. Und morgen werde ich mich wieder schminken. Dann überdecke ich diese rote Stelle da. Da ist schon lange nichts mehr drin, aber es ist noch immer rot. Und das am Hirn auch. Ich habe jetzt so gut wie keinen neuen Pickel. Außer da. Aber das ist auch nur rot, da ist auch nichts mehr drin. Aber der war letztens neu. Und sonst habe ich nur extrem viele rote Stellen. Ich weiß nicht, warum meine Haut so unruhig ist. Aber sie wird irgendwie nicht glatter, auch mit dem Polar-Stoys-Mittel nicht. Mir geht's ganz gut. Ich freue mich auf Freitag auf Kerstin. Morgen kommt die Volkshilfe wieder. Das heißt, wieder früh aufstehen. Und morgen habe ich keine Assistenten da. Aber übermorgen kommt Sonja wieder. Claudia ist ja schon im Urlaub. Bis 14. Ich muss heute noch meine E-Mail schreiben, dass ich beim MoMA-Treffen auch hinkomme, weil das ist bis 7. August zum Ab- und Zusagen. Und am 14. August findet das Treffen statt. Und da werden mich meine Eltern hinbringen und dann ein Café herrschen. Und ja. Ich freue mich schon drauf, was ich da so Neues erfahre und wie die anderen Kolumnisten auf meine Kolumnen reagieren. Ich muss auf jeden Fall noch zusagen. Sonst bin ich heute schon sehr müde. Sieht man auch, weil das Augenlid hängt. War die letzten Tage besser. Ich habe gestern kein Video gemacht, weil nichts passiert ist. Und ja, das war's eigentlich im Großen und Ganzen. Recht viel Neues gibt's nicht. Auch wenn Sonja da ist, gibt's nicht viel Neues. Mein Nagel ist kurz eingerissen. Mitten aus der Nagelfläche, jetzt habe ich ein Pickel drüber. Weil das immer weiter einreißt und das mitten am Nagel ist und der Nagel eher abgeht, wenn das einreißt, noch weiter. Und der hat sich schon verfärbt, also kriegt er nicht mehr genug Nährstoffe, weil er so eingerissen ist. Und sonst hält der Nagellack jetzt schon lange, aber
Und wächst auch schön aus. Aber der Nagel wächst zu langsam. Das ist so blöd mitten am Nagel eingerissen, dass ich nichts machen kann. Tagsüber muss ich das Pickel runtergeben, weil ich beim Zigaretten anzünden sonst das Pickel anfeuere. Aber wie gesagt, der ist so blöd eingerissen, dass es mitten am Nagel, das dauert noch ewig, bis der ausgewachsen ist. Und das ist halt blöd, aber ich weiß auch nicht, bei was das passiert ist. Ist einfach passiert. Und die restlichen Nägel sehen noch schön aus. Hier. Und sind auch relativ lang jetzt. Ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Abend. Ciao. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Eure Ines.